Herzlich willkommen zum zweiten Part von Jurassic Park The Game, die YouTube-Variante, die ich extra für euch auf YouTube zusammengeschnitten habe von meinem Livestream auf Twitch. Mein Twitch-Kanal könnt ihr gerne abonnieren, den habe ich euch in die Beschreibung reingepackt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Part 2 von Jurassic Park The Game. Wenn euch das Thema Kaiju interessiert, lasst einen Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Was hat Ihr kleines Spielzeug so über dich denn? Das ist ein tragbarer Detektor, Schätzchen. Und der sagt, dass wir verdammt nah bei dem Behälter sind. Okay, der Detektor zeigt anscheinend diese Flasche von Nedry an. Das heißt, da muss irgendwas drin sein, wie ein Computerchip oder ähnliches. Das heißt, das hier ist das Dilophosaurus-Gehege. Könnte das passen? 10.000 Volt. Warum so viel? Sicherlich nur, um die Teenager fernzuhalten. Tim hat's überlebt, will ich nur mal so anmerken. Da kommen wir auf gar keinen Fall drüber. Das Licht ist aus. Hey, das heißt sicher, dass der Strom aus ist, oder? Vielleicht. Okay. Ja, na klar. Ladies first. Also wir sind jetzt parallel zu den Ereignissen von Jurassic Park. Der Strom ist scheinbar schon abgeschaltet. Nedry wird tot sein, deswegen bewegt sich auch diese Dose nicht weiter Richtung Docks. Und die beiden wissen aber noch nicht, was wirklich abgeht hier. So habe ich es verstanden. Warum nimmt sie nicht einfach einen Stock und probiert es damit aus? Egal. Gott sei Dank. Außerdem würdest du den Strom erkennen, weil es regnet, oder nicht? Gehen Sie vor. Ja, Mike, du, ich zock das auch gerade zum allerersten Mal. Ich habe noch nie so wirklich diese Telltale Adventure Games da gezockt, wo es ja eigentlich nur um Cutscenes gibt, dass du irgendwelche Knöpfe drückst. Das ist, das wird vielleicht nochmal passieren. Da musst du ein Auge zudrücken. Da brauche ich so einen Welpenschutz, einen kleinen Welpenbonus. ¿Qué es esto? Kein Vaquero. Wie ein Vogel, aber... viel zu groß. Ich sagte doch, es ist ein Zoo. Alle möglichen Tiere. Los, los, wir sind fast da. Oder weiß er es doch? Haben Sie das gehört? Oh, oh. Was war das? Ein Tier. Etwas, das ich noch nie gehört habe. Okay, dann wir sollten... Psst. Oh Gott. Bekommen wir jetzt hier vielleicht sogar mal einen großen Dilophosaurus zu sehen? Das wäre ziemlich cool. Wie ich diesen Dschungel hasse. Dort. Hier lang. Oh, da ist das Auto von Nedry. Oder? Das ist es. Maximale Signalstärke. Nee, das ist das Schild. Es ist zu dunkel. Ich brauche Licht. Aber das ist der Ort, wo Nedry ist. Okay. Ich sie fallen gelassen? Haben Sie etwas gesehen? Verfluchte! Hier drüben. Na also. Hey, Nedry! Stecken Sie fest oder was? Nedry! Sind Sie taub? Ja, kletter ich nicht. Naja, weiß ich nicht, Mike. Muss er wissen, was in der Dose ist? Das geht schneller. Warum? Er nimmt sie ja nur entgegen. Das heißt, wenn Dutch ihn dafür bezahlt, dass er die Dose entgegennimmt, muss er nicht zwingend wissen, was drin ist, bin ich der Meinung. Er müsste nur wissen, dass diese Kühlung nicht ewig anhält und dass die Dose unversehrt ins Schiff kommen muss. Mehr, ich meine, er hat ja nicht mal den Auftrag bekommen, die Dose entgegenzunehmen, sondern Dennis Nedry sollte sie eigentlich zu den Docks bringen und ihm eben einfach nur übergeben. Deswegen, er müsste es nicht zwingend wissen. Hallo, jemand da? Oh. Da war Nedry drin und der sah schon ein bisschen angeknabbert aus. Kein schöner Anblick, kein schöner Anblick. Ja, alles gut, Mann, alles gut. Du kannst mir ruhig sowas schreiben. Du bist wahrscheinlich auch so einer, der ganz gerne mal so Trophäen beim Zocken holt. Ist auch eine ganz coole Sache, aber dafür zocke ich einfach auch zu wenig, um da wirklich
jetzt sagen zu können, okay, ich gehe jetzt hier mit der Intention rein, Gold zu holen oder sowas. Oh. Mir geht's hier mehr um die Story einfach. Na, geschafft. Ich hab doch gesagt, herumgehen ist besser. Und trotzdem werde ich mir Mühe geben, versprochen. Halten Sie den Mund. Man muss immer Machtwort sprechen jetzt. Halt deine Schnauze. Seien Sie still, verdammt nochmal. Seien Sie still. Suchen Sie im Auto. Und seien Sie still beim Suchen. Oh, ist ja widerlich. Verdammtes Heiße. Etwas hat von ihm gefressen. Was ist das für ein verfluchter Zoll? Hören Sie, machen Sie sich keine Sorgen, okay? Das war nur irgendein Tier. Wir nehmen den Behälter, dann verschwinden wir. Bei lebendigem Leib wurde er gefressen. Ich finde ihn nicht. Will ich nur mal anmerken. Wo ist der Behälter? Der Rasierschaum, wo ist er hin? Ich weiß es halt echt nicht, obwohl ich weiß es eigentlich. In der Nähe. Er ist in der Nähe, wie Sie sagten. Wenn er nicht im Auto ist, könnte er überall im Umkreis von 300 Metern sein. Mist. Dodgson bringt mich um. Bringt Dodgson mich um? Sorgen Sie sich nicht wegen ihm. Dodgson bringt keine Verräter um, der feuert ihn nur, wie wir in Jurassic World Dominion gesehen haben. Der geht damit relativ human um, wenn man ihn verrät. Sehen Sie da? Wo denn? Fußspuren. Er hat einen Spaziergang gemacht. Seine Spur ist eine Fährte, der wir folgen können. So finden wir den Behälter. Aber müssen wir seiner Spur jetzt auch folgen, okay, oder können wir direkt zur Dose runtergehen? Sie. Aber warten Sie, was ist, wenn eines dieser... Okay, Sie sehen da unten nach. Ich überprüfe nochmal das Auto, nur für den Fall. Ja, das finde ich cool, Mann. Ich habe auch einen Kollegen, der zockt immer ganz gerne die Spiele so auf 100% mit allen Trophäen, auch dass es eben da bei PlayStation alles gibt. Ich kann mich so lange nicht mit einem Spiel befassen, keine Ahnung. Deswegen bin ich auch jemand, ich bin froh, wenn ein Spiel mal nicht 50 Stunden lang geht, sondern wenn es einfach mal, in dem Fall jetzt hier nach 6 Stunden mal vorbei ist. Ich kann mich nicht so lange mit einem Game beschäftigen irgendwie, das funktioniert bei mir nicht. Okay, wir müssen gucken, wo die Dose ist. Der guckt da oben nach, dann gehen wir doch mal hier an den Baum. Und folgen mal den Spuren. Was war denn das gerade für ein kleiner Einschub hier? Er ging bis zum Baum und wieder zurück. Es folgte ihm, aber nicht in Eile. Es war nur interessiert. Ja, du, ey, es gibt, was gibt's denn für Spiele, wo ich sagen kann, da würde ich das mal machen? Ach Gott, inzwischen eigentlich gar keine mehr. Alan Wake wäre vielleicht noch so eins. Das ist ein Spiel, was ich noch ziemlich geil fand. Was aber auch nur eine Laufzeit hat von 8 Stunden, glaube ich. Ich finde das so viel angenehmer. Ich kann mir dieses ganze ewig lange durch die Welt gereite oder gelaufe, ich weiß nicht, irgendwie... Ein guter Anker. Er hätte freikommen können. Er hätte freikommen können, aber... Er wurde halt vorher weggesnackt. Was haben wir denn hier? Was ist denn das? Der Stein, der Stock oder was? Ja. No es nada. Nur ein Stock. Das ist ein ganz ikonischer Stock. Weil mit diesem Stock hat er nämlich den Dilophosaurus beleidigt. Noch nebenbei. Da sind die Fußspuren. Die Spur führt hierher, aber es ist so verdammt dunkel. Und wie Dennis Nedry im Buch gestorben ist, war schon ein bisschen pervers, das stimmt. Das Buch geht generell mit den Toten so ein bisschen heftiger um, aber du kannst in einem Buch eben auch ganz genau beschreiben, wie sich eine Person fühlt, während sie gerade stirbt. Und das macht's ja auch so pervers. Dass Dennis einfach nur diesen Schnitt im Magen spürt und dann aber durch den Schock eben nicht merkt, dass ihm die Innereien rausquillen und so ganz kranke Sachen und so Gedankengänge kannst du eben in Filme ganz schwer umsetzen, aber in Büchern, eben ein Riesenvorteil auch bei Büchern, kannst du Gedanken beschreiben und auch Gefühle sehr gut beschreiben und ausführlich.
ist verdammt dunkel. Okay, wir müssen wahrscheinlich mal wieder zurückgehen. Das Seil haben wir jetzt also gefunden. Okay, sie müsste theoretisch jetzt schon auf die Schliche kommen, wenn ich jetzt hier drauf klicke. Wir gehen aber gerade nochmal hier zu dem Schild East Docks. Ich überlege gerade, ob das Schild im Film nicht nach links geneigt war. Kann das sein? Oder irre ich mich gerade? Okay, ich hoffe, ich beschwöre jetzt hiermit nicht irgendwas herauf, was eigentlich nicht auftauchen sollte. Keine menschlichen Spuren. Ja, und das ist nämlich sehr schlecht. Okay, wir schauen nochmal in den Tunnel rein. Da drin kann er nicht sein. So weit kam er nicht. Nee, so weit kam er nicht, weil sonst wäre er wohl kaum im Auto gelandet. Das ist richtig. Ah ja, East Docks. Mal gucken. Er wollte zu uns kommen. Er hat halt einfach nur die falsche Abzweigung gewählt. Okay. Wir gehen mal wieder zurück zu Snur. Okay, so doof das erste Rätsel auch war, finde ich das hier sau interessant, wie sie jetzt auf den Trichter kommt, wo diese Dose liegt, weil wir wissen es ja schon als Zuschauer. Bin ich mal gespannt. Kein Behälter da. Die Spuren führen da lang. Okay, sofort. Ich will gerade nochmal hier nachgucken. Oh, da ist eine Brille. Eine Brille, pobre desgraciado. Blind im Dunkeln. Ja, das wurde ihm zum Verhängnis, dem lieben Dennis. Okay, was hast du gefunden, Kollege? Ich schätze mal, ich muss hier hoch zu ihm. Das wäre so lustig, wenn sich einfach jetzt auch den Kopf anstößt und dann auch darunter fällt. Nur am Dock treffen. Ja klar, was für ein Stuss. Oh. Da liegt der Ausweis von Dennis Nedry. Was haben wir hier? Nichts. Aha, wir kommen schon näher dran. Wir kommen näher ran. Ich finde einfach schade, dass der Tod von Mr. Arnold leider nicht gedreht werden konnte. Aber sie haben ja das Beste draus gemacht, finde ich, oder? Ich meine, das ist trotzdem eine ikonische Szene, wo der Arm so runterfällt und das ist schon okay so. So Sachen fallen dir aber auch wirklich nur auf, wenn du dich halt damit intensiv beschäftigst und ja, das ist glaube ich vollkommen normal. Einfach. Erfolg gehabt? Nein. Ekelhaft. Wenn uns ihre Spuren nirgendwo hinführen, kommen wir hier nie wieder raus. Okay, wir haben jetzt aber hier unten Licht. Das heißt, wir können jetzt sehr wahrscheinlich runtergehen und uns hier die Dose holen. Okay, jetzt könnte sie aber schon auf den Trichter kommen, weil... Ah ja, warte mal. Sein Auto blieb stecken. Er rollte die Winde aus, um einen Anker zu finden. Das gefällt mir gerade saugut, diese Nachforschung. Vor allem, weil wir eben schon wissen, wo die Dose liegt. Hier müsste die liegen, oder? Hier irgendwo an der Seite, da müsste sie liegen. Jetzt müssen wir aber sie beobachten, wie sie auf den Trichter kommt, wo die Dose liegt. Wenn sie sie überhaupt finden sollte. Okay. Die Lophosaurus-Spuren, sie kommt näher ran. Malaonda, das Ding hat ihn verfolgt.
Okay. Aber es hat ihn wohin verfolgt? Nach hier oben natürlich. Ja, das ist der einzige Weg nach oben. Das heißt, wir gehen mal wieder zurück zu ihm hier. Oh, übel. Etwas gefunden? Abgesehen von hunderten kleiner Nedry-Stückchen? Nein. Muss ich das Licht vielleicht genau auf diese... dieses Ding richten. Was haben wir denn hier? Achso, da gehen wir einfach wieder runter. Nee, geh mal wieder hoch, Mädel. Wir müssen nochmal schauen. Komm schon, wo hast du ihn versteckt? Ich dachte auch, dass die Lichter so bleiben, aber sie scheint die wie... Aha. Aha. Na, kommen wir auf die Spur? Schauen wir doch mal nach. Komm schon. Das Licht ist doch jetzt sogar schon hier drauf. Sie kann es aber noch nicht sehen. Ist das witzig. Es ist so wirklich, wie bringt man jetzt diese Person dazu, zu verstehen, wo diese Dose liegt? Das ist echt lustig gemacht. Ich bin nur ein bisschen am Verzweifeln, weil sie es halt wirklich überhaupt nicht checkt. Sie kommt ja nicht mal auf die Idee. Allerdings haben wir jetzt hier den Tunnel ein bisschen mehr beleuchtet und könnten hier auf einen neuen Trichter kommen. Könnte das passieren? Okay, hier haben wir auf jeden Fall alles abgesucht. Hier, gut, ist auch ein bisschen weit weg. Könnte sie hier noch Möglichkeiten finden, wo die Dose abgeblieben ist. Da ist noch eine Spur. Die haben wir aber auch schon mal gesehen. Sie muss doch eigentlich nur verstehen, dass Dennis hoch ans Auto ist. Und dass er hier oben nochmal runtergefallen ist. Das muss sie irgendwie checken. Wenn sie das gecheckt hat, dann könnte man darauf kommen, was mit der Dose passiert ist. Oh. Gar nichts sehen. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Okay, wir müssen das Licht da unten hinmachen, damit sie das sehen kann. Moment, ist das? Die Frage ist nur, was will sie da unten sehen, was ich noch nicht... Wir gucken einfach mal. Auf geht's, ab geht's. Kann nicht gut für meine Nebenwirkungen sein. Wo hat er eigentlich gerade seine Hand? Ich will jetzt hier nichts Abwertendes sagen, ne? Aber er ist nicht an Dennis Nedrys Bauch dran. Igitt. Na gut, wir ignorieren das einfach mal und gehen runter an die jetzt belichtete Baumstelle. Jetzt kann sie aber was sehen. Aha, wir kommen einen Schritt weiter. Okay. Wickelte das Seil um den Baum. Dann wurde etwas auf ihn aufmerksam. Etwas Hungriges. Ja. Und dann können wir jetzt auch schon gleich zur nächsten Lupe weiterspringen. Und das sind nämlich die Fußspuren vom Dilophosaurus. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das Vieh auch noch auftauchen wird. Oder ob der einfach weitergelatscht ist, nachdem er Nedry umgebracht hat. Oh, da sind Eierschalen. Verdammte Käfer! Dachte schon. Was? Was ist Ihr Problem? Nichts. Gefunden? Der Behälter ist nicht hier. Oh, verdammt. Ich bin am Arsch. Wir können nicht aufgeben. Seine Spur endet am Wagen. Sie müssen etwas übersehen haben. Keine Chance. Ich gehe sofort auf eure Kommentare ein. Ich werde eine Woche nach totem, fetten Kerl stinken. Schön, dann sehe ich halt nach. Gut, wie Sie wollen. Ich könnte etwas frische Luft brauchen. Der Typ ist also auch noch ein Riesenarsch, das heißt, wenn er drauf geht, wäre das verkraftbar. Okay, kurze Pause. Welcher Filmtod... Nein, wo war es denn jetzt? Da, welcher Filmtod der Park- oder World-Reihe ist für dich der schlimmste? Für mich ist der Tod von Eddie, glaube ich, der schlimmste. Weil Eddie
halt, ja, Eddie halt ist, ne? Eddie hat ja wirklich versucht, die Figuren zu retten, die Hauptcharaktere, und ist eben dabei gestorben. Ich glaube, so einen Heldentod hat uns keiner bei denen gehabt. Von den Hauptfiguren. Würde mir jetzt nicht einfallen. Vielleicht noch Billy, aber Billy ist dann auch nicht gestorben. Deswegen Eddie auf jeden Fall. Ich würde die Bücher echt gerne lesen. Mein Mann hat die Originale auf Englisch, auch gut. Nur sind meine Englischkenntnisse nicht so gut. Und das ganze Buch zu lesen. Ich hoffe, ups, es geht bald bei dir weiter. Es geht bei mir auf jeden Fall bald wieder weiter. Wenn du das Buch aber selber lesen möchtest, dann guck doch mal auf so Gebrauchthändlerplattformen, eBay, Rebuy, Medimobs. Von Medimobs habe ich auch meine ganzen Exemplare, die ich da verlost hatte. Die kriegst du eben nur noch so gebraucht. Aber die kosten nicht viel. Die sind, was weiß ich, zwischen 5 und 8 Euro plus eben noch Versand. Geht das echt vollkommen klar. Also einfach mal schauen bei Medimobs, bei eBay, bei Spock zum Beispiel auch noch. Bei Amazon werdet ihr erstmal nichts mehr finden, außer eben vielleicht auch noch gebrauchte Ausgaben. Das weiß ich natürlich nicht. Wusstest du, dass es beim letzten Kampf in Jurassic Park, in der Szene, wo der T-Rex den ersten Raptor packt, einen Frame gibt, wo der T-Rex einfach weg ist? Das kenne ich so ähnlich. Ist das aber nicht so, dass der Raptor auf einmal weg ist aus seinem Maul? Bei einem Frame? Es gibt auf jeden Fall einen Frame, in dem der Raptor nämlich nicht mehr zu sehen ist. Das weiß ich auf jeden Fall. Kann sein, dass der T-Rex auch mal kurz weg ist für einen Frame, aber ey, der Film ist jetzt auch schon ewig alt. Da kann man sowas verkraften, finde ich so. Das ist, weiß nicht. Liebe deinen Content, mach bitte weiter so. Vielen Dank, das freut mich und das mache ich auch. Ich bin jetzt voll drin im Jurassic Park-Thema wieder. Bald wird Godzilla noch mit dazukommen, aber Jurassic Park und World wird es immer noch geben. Von zwei Rexen gefressen, übel. Ja, vor allem, er schreit ja auch noch, als der zweite Rex ihn packt. Das heißt, er muss noch voll mitbekommen haben, wie er in zwei gerissen wurde. Ist schon fies. Und wenn ein Buch dir jetzt sowas erklärt, was in dem Kopf der Figur abgeht, als sie merkt, dass sie gerade in zwei gerissen wird, das kannst du halt in einem Buch viel besser beschreiben als im Film. Und deswegen sage ich, auch wenn man selber so ein bisschen lesefaul ist, selbst lesen lohnt sich immer. Aber eben zur Not dann einfach mal das Hörbuch auch anhören von Filmen, zu denen es auch Bücher gibt. Es ist auch oftmals, dass es umgekehrt so ist. Als Beispiel, es gibt ein Buch zum Film Godzilla vs. Kong. Das Buch gibt dir viel mehr Auskünfte über den Film an sich. Das heißt, sogar wenn das Buch erst nach dem Film erschienen ist, macht es Sinn, sich das Buch trotzdem noch zu kaufen. Also ich finde, das ist immer eine schöne Sache, so ein Buch dazu zu haben. Hab für mein Buch 5 Euro bezahlt. Ja, das ist auch so der reguläre Preis dann bei den gebrauchten Büchern. Es gibt die Hörspiele auf YouTube, das stimmt, das ist richtig. Es gibt sogar die Hörspiele aus dem Jahr 1993, original in Deutsch. Da ist der Ton dann ein bisschen leise, aber trotzdem kann man sich das Ganze super gut anhören. Mhm. Ja. Also wie gesagt, wenn ihr die gebrauchten Bücher lesen wollt, dann einfach mal gucken bei Gebrauchthändlern im Internet. Da müsst ihr die eigentlich relativ günstig finden. Und ich würde nichts über 10 Euro bezahlen, auf jeden Fall nicht. Weil du kriegst die in der Regel auch für 5 bis maximal 8 Euro. So. Kurzen Schluck trinken und dann geht's weiter. Okay. Nehmen wir doch mal die Leiche von Dennis Nedry unter die Lupe. Fehlt ihm das Gesicht? Dem fehlt einfach das Gesicht. Nee, das ist doch nicht. Das ist die, das Gift vom Dilophosaurus. Nichts. Na komm schon, du kommst doch jetzt gleich auf jeden Fall drauf, was passiert sein könnte. Die Dose. Das ist ein Behälter von etwa der Größe, nicht wahr? Da unten hast du ihn nicht verloren. Du hattest ihn dabei. Er kam eilig zum Auto zurück. Es stieß sich den Kopf und stürzte, falls er den Behälter fallen ließ. Woher weiß sie das mit dem Kopfstoßen? Da hat mir gerade noch so ein kleines Puzzleteil gefehlt, das man noch hätte einfügen können, dass er vielleicht eine Wunde am Kopf hat oder sowas. Aber ist ja auch Bums. Nach Dr. Ian Malcolms Chaos-Theorie hätte diese Dose jetzt aber eigentlich irgendwo ganz woanders hinfallen müssen, oder nicht? Hat man hier nicht Dr. Ian Malcolms Chaos-Theorie berücksichtigt? Naja.
Da haben wir sie doch. Oh, Baby, ich wusste, ich finde dich. Sie freuen sich aber sehr über die Seife. Das ist genauso ein Stück Seife, wie Sie eine Klempnerin sind. 10 Jahre Forschung. Okay, also er weiß es doch. Okay. Millionen investiert. Das nächste Weltwunder. Sie wollen Engine fertig machen? Dann hiermit. Die Kronjuwelen. Wenn die das hier verlieren, bleibt denen nichts. Das sind Dinosaurier-Embryos, Schätzchen. Dachten Sie etwa, wir suchen nach Rasierschaum? Dinosaurier? Ich verstehe nicht. Das müssen Sie nicht verstehen. Das hält Sie frisch. Was? Was haben Sie denn? Oh oh. Nicht bewegen, komm. Nicht bewegen. Das bewegen. Was? Warum? Bleib ja stehen. Da ist er! Oh Mist. Oh, ist das cool. Oh, ist das scheiße gelaufen für ihn. Zum ersten Mal schießen die in Jurassic Park zumindest mit echten Waffen auf Saurier und treffen halt nicht, ne, aber... Ich meine, er hat doch eben gerade eine Ladung Scheiße ins Gesicht bekommen. Wir geben ihnen den Behälter, werden bezahlt und gehen nach Hause. Wir können nicht zum Treffpunkt gehen. Nicht mit all diesen Monstros in der Gegend. Genau, wir nehmen das Auto. Bringen Sie das Auto her. Ich bleibe hier und gebe Ihnen Deckung. Wollt ihr mich eigentlich jetzt verarschen? Wer hat jetzt Angst, hä? Du hast eben gerade so einen Lärm im Wald gemacht, du Pfeife. Und es reißt. Nee. Sollte vielleicht jemand mal den toten Nedry da rausholen, so? Irgendwie. Chadwick, Bewegung! Nein, nein, die Stelle hier ist perfekt. Oder zumindest auf die Rücksitze verfrachten. Ja, das macht nichts. Das. Hat's ihn erwischt? Nee, er ist noch am Leben. Alles klar? Verdammt! Sie haben mich fast umgebracht! Sie hätten besser aufpassen sollen. Kein Licht mehr! Das Licht ist aus! Ach so, Achtung! Wir sitzen fest und ich sehe nichts! Ich brauche Licht! Ich sehe nichts! Das sind mehr Dilophosaurus, ne? Das sind ganz viele anscheinend. Ist das ein Dinosaurier? Oh Gott. Oh, okay. Nein, oder ist das nur der eine, der hin und her rennt? Oh Gott, ich will nicht hier sein. Ich halten Sie mal die Schnauze. Ich hätte das Boot nicht verlassen sollen. Was? Jawohl. Klatsch. Wir sind in Sicherheit. Beruhigen Sie sich, ja. Ruhig bleiben. Denken Sie an etwas Entspannendes. Machen Sie Witze? Tret ihm einfach voll in die Eier, ey. Ich habe einen Plan. Ich habe einen Plan. Ich habe eigentlich gar keinen Plan, ne? Was für ein Plan? Rennen ins Auto. Geben Sie mir die Waffe. Auch ein guter Plan. Miles, geben Sie mir die Waffe. Meine Waffe? Sehr, sehr witzig. Ihnen meine Waffe geben. Kann ich die jetzt erschießen? Lass mal das Auto an. Na gut. Wir müssen nur das Auto starten und hier wegfahren. Den Wagen starten? Ja, okay. Kann ich... Er springt nicht an! Na gut, die Batterie ist wohl leer. Reparieren Sie es. Nein, 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 nein. Ja, doch. Reparieren Sie das. Ich weiß einen Scheiß über Autos, dafür habe ich jemand anders. Ach, Leute. Versuchen Sie es nochmal, vielleicht startet er. Ich habe es schon versucht, er springt nicht an. Okay, es läuft darauf hinaus, dass ich jetzt das Auto reparieren muss. Reparieren das Auto im Dunkeln? Ja, genau. Hier ist ein loses Batteriekabel. Was soll das heißen? Wo ist die Batterie? Können Sie bitte schneller machen?
Ich glaube, Sie sollten sich beeilen. Ja. Klicke und ziehe. Ah ja. Haben Sie die Ventile geprüft? Der Typ, der sich um meinen Porsche kümmert, prüft immer die Ventile. Ah, warte mal, ich hab's. Da. Nein. Die Kamera wackelt auch so übertrieben mit. Bitte schneller machen. Das ist es. Ich mache es fest. Na also. Gracias a Dios. Hi, Servus, Let's Three Rob. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Was? Und hi, Servus. Oh Gott. Oh Gott. Eloy 80, moin. Moin zurück. Kommst du aus der Richtung Hamburg, kann das sein? Oha, das sind aber ganz viele. Ja, tschüss, wir müssen auf jeden Fall weg hier. Oh Gott, er schießt einfach wieder daneben. Eine Kugel verschwendet. Es sind einfach zu viele. Verschlagen Sie vor! Sie ablenken, sie an. Ey, ja, auf geht's. Wenn ich es sage, greifen wir an. Okay, Sie sind echt total irre. Aber das wird nicht funktionieren. Wir überleben das keine Minute. Sie könnten recht haben. Guck, das meine ich immer mit der Entscheidungsfreiheit. Die wird hier so mehr vorgegaukelt, aber an sich gibt's hier nur eine einzige richtige Lösung. Wahrscheinlich ist es die. Warten Sie auf mein Zeichen und dann rennen Sie zum Wagen. Wenn wir zum Auto rennen, treffen wir auf die Dinosaurier. Das war halt bei The Walking Dead anders gewesen. Da hast du wirklich verschiedene Entscheidungen treffen können, die Auswirkungen auf das spätere Spiel hatten. Ah, du bist da eine Missgeburt, ey. Ja, du bist im Arsch, mein Freund. Das war's. Oh. Okay. Unsere Chance ist gekommen. Weg von hier. Oh, der rettet uns aber hinterher. Gib ihm eine Backpfeife. Oh nein! Ich bin zu langsam. Ich bin viel zu langsam. Jetzt habe ich es auch noch im Gesicht. Oh Mist. Das war zu langsam. Ah, Todeszahl 1. Hier, wo ist denn Mister? Schaffst du das Spiel auf Gold? Ich, hoffe, du flippst jetzt gerade nicht komplett aus. So, das haben wir geschafft. Weg mit dir. Oh Gott. Patz. Tür zu. War auch wieder knapp. Okay, Auto anlassen, würde ich mal so sagen. Mann, okay. Haben wir jetzt hier irgendwie Zeitdruck oder sowas? Kupplung. Okay, Kupplung sollte man treten, das stimmt. Oh. Schneller, Mädel. Eieiei. Und weg von hier. Ab durchs Dickicht. Hau ihn um. Jawohl. Jetzt glaube ich jetzt nicht. Ernsthaft. Der Motor ist wieder kaputt. Oh Mann. Okay, wir müssen hier raus. Jetzt geht das schon wieder los. Ah! Ey, ich konnte nichts drücken. Okay, der ist auch im Arsch. Jetzt kommt wahrscheinlich aber die Stelle, die wir aus dem Intro kennen. Wenn die jetzt hier sind, die das Intro verpasst haben, dann könnt ihr das jetzt nachholen, weil jetzt kommt, glaube ich, die Stelle, die wir im Intro gesehen haben. Zumindest gleich. Ich sollte die Spraydose auf jeden Fall mal mitnehmen.
Freust du dich auf Camp Cretaceous Staffel 5? Ja, doch schon. Ich bin mal gespannt, was sie daraus machen. Ich bin halt bei weitem kein Fan von diesem Saurier-Fernsteuern-Volk. Oh. Was sind das aber jetzt hier für Viecher? Das sind ja keine Raptoren. Was sind das für Viecher? Ha ha ha.